Bad words gon' never hurt me. Hurt me no more. Sticks and stones gon' break my bones. Bad words gon' never hurt me no more. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute geht es um Weihnachtsgeschenke und zwar möchte ich euch heute so ein bisschen Inspiration geben und zwar nicht nur für Kinder, sondern für alle möglichen Menschen auf dieser Welt, die ihr vielleicht beschenken möchtet. Ich möchte dieses Jahr alles so ein bisschen anders machen. Ich weiß nicht, ich habe so einen neuen Pfeil im Kopf, so einen positiven Pfeil. Ich möchte Dinge verschenken. Es hat jetzt auch gar nicht groß was mit Umweltbewusstsein zu tun oder so. Ich möchte einfach Dinge schenken, von denen man lange was hat und ja, die vielleicht sogar für immer halten oder die, wovon man ein Leben lang etwas hat und irgendwie besondere Dinge. Und die möchte ich euch heute vorstellen. Es geht nicht nur um die Dinge, die ich dieses Jahr an Weihnachten verschenke, sondern auch Dinge, die ich letztes oder vorletztes Jahr verschenkt habe, die eben nachhaltig waren, die jetzt immer noch top aktuell sind und auch gut in Schuss sind, Dinge, die ich euch weiterempfehlen kann. Ich habe einfach irgendwie so ein bisschen auch gemerkt, dass dieser ganze, ja, ich sag mal so Plastikkram, den wir im Kinderzimmer haben, Musik, Dudelei, Spielzeug, das ist alles nicht das Wahre gewesen. Ich habe ganz viel aussortiert die letzten Monate und unser Kinderzimmer so ein bisschen anders gestaltet und habe erstmal so gemerkt, das ist zu viel und mit was spielen die Kinder eigentlich wirklich? Und das waren tatsächlich so die Dinge, die ich euch jetzt gleich zeige und das sind auch wirklich die schönen, qualitativ hochwertigen Sachen. So, ich setze mich jetzt mal hier so auf die Seite, weil ich werde euch jetzt immer hier die Bilder einblenden, was ich verschenke oder verschenkt habe. Zuallererst hatte ich die Idee, ich möchte meinen Kindern, das hört sich jetzt erstmal behämmert an, aber Frühstücksbrettchen schenken. Also wir haben ganz viele Plastikteller, die man so bei DM oder bei IKEA bekommt und ich möchte die alle abschaffen. Ich möchte, dass jedes Kind sein Frühstücksbrettchen hat, ein Holzfrühstücksbrettchen und ich habe diese hier bestellt. Das ist in so einem Halter, das kann dann bei uns auf dem Tisch stehen und ich möchte diese Frühstücksbrettchen selbst gravieren mit dem Namen drauf. Und dann ist das, also wir haben so ein Brennpit, heißt das glaube ich, hat meine Mutter oder mein Bruder. Und ich möchte das selbst machen und das finde ich eine ganz schöne Sache, weil das ist wirklich was, was für die Ewigkeit hält. Es kann sich immer jedes Kind sein eigenes Brettchen rausnehmen. Und ich verschenke das so quasi als Set, also jedes der drei Kinder bekommt so ein Brettchen, wo ich den Namen drauf geschrieben habe. Und dann bekommt jedes Kind auch noch so eine, ich weiß gar nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, Emaille-Tasse. Das sind diese, ja, das fühlt sich so wie Blech an oder so. Die sind, sagt man auch Campingtassen dazu, die sind quasi unkaputtbar. Also Tassen, wo Kinder gut draus trinken können, auch wenn die mal runterfallen. Und die sollen halt wirklich ihr ganzes Leben lang halten. Und da habe ich jetzt diese weißen einfach nur bestellt, drei Stück. Und habe mir dazu diese Pinselstifte hier bestellt. Und ich möchte diese Tassen von Hand, es muss jetzt auch nicht so wahnsinnig schön aussehen. Vielleicht zeige ich euch die irgendwann mal hier in einem Video. Ich möchte die selbst bemalen. Und ich möchte mir ein Motiv einfach ausdenken und selbst so aus dem Kopf zeichnen, was zu demjenigen Kind passt. Und ich finde, so eine Tasse und dieses Brettchen, das kann man aufheben, bis man eine Oma oder ein Opa ist. Das kann eigentlich niemals kaputt gehen. Und das ist eine Erinnerung. Ich will unten auf dem Boden von der Tasse was draufschreiben, was sie für immer an mich erinnert. Und das finde ich eine ganz coole Idee. Nicht nur für die eigenen Kinder, vielleicht wollt ihr sowas einfach auch für eure Liebsten machen. Eine ganz beliebte Geschenkidee ist ja auch immer Schmuck und ich habe da was ganz Besonderes entdeckt und zwar ist das der Schmuck von Corazul. In dem Wort Corazul verbirgt sich das Wort Herz und das Wort Meer und das hat mich schon irgendwie gepackt und diese Kette, die trage ich schon seit einigen Wochen und ihr habt mich ganz oft gefragt und ich dachte, boah, okay, ihr habt voll Interesse daran, ich frage für euch nach einem Rabattcode und es hat tatsächlich geklappt, deswegen musstet ihr so lange warten. Aber ich schreibe euch den Rabattcode in die Infobox und natürlich auch den Link. Die Schmuckstücke von Corazul sind alle so richtig in so einem richtig schönen, schimmernden Goldton. Also ihr seht das jedes Mal in meinen Videos und ihr müsst mal gucken. So viele haben schon danach gefragt.
Ich liebe diese Kette einfach. Und das Besondere daran ist, dass die quasi alle eine Bedeutung haben und deswegen als Geschenkidee, die kommen übrigens in so einem wunderschönen Päckchen hier, eine ganz besondere Sache sind. Ich habe hier auch einen Katalog und die Schmuckstücke, die sind hauptsächlich nach Gottheiten benannt. Und ich habe mich hier zum Beispiel für die Kette mit der Gottheit Libertiana entschieden. Und ihr könnt dann immer nachlesen, was diese Gottheit für eine Bedeutung hat. Und ebenso für denjenigen, den ihr beschenken möchtet, die passende Kette oder auch Ohrringe oder Armband auswählen, dass es auch wirklich eine Bedeutung hat und zu demjenigen passt. Das finde ich einfach eine ganz, ganz schöne Sache. Ja, ihr könnt euch ja selber mal angucken, für was diese Gottheit steht, falls ihr es nicht wisst. Und ich kann euch die Sachen auch von der Qualität, also ich habe diese Kette jetzt hier bestimmt schon 4 Wochen am Stück getragen, auch nachts, auch unter der Dusche und ja, die hat schon einiges mitgemacht und ich kann die wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Was ich jetzt auch wieder bestellt habe für eine gute Freundin, ist die Geschichte deines Lebens. Dieses Buch habe ich jetzt schon 3-mal und ich habe es auch, glaube ich, schon bestimmt 3 oder 4-mal verschenkt. Das ist einfach ein Buch, was ihr für ein Kind ausfüllt als Mutter oder Vater von der Schwangerschaft an bis zum 18. Geburtstag. Es ist alles unterteilt, ihr müsst eigentlich nur noch ausfüllen. Es gibt Briefumschläge in dem Buch, in dem ihr Briefe schreiben könnt im Hier und Jetzt, aber euer Kind liest das alles erst mit 18. Ihr schenkt das Buch quasi eurem Kind zum 18. Geburtstag und es hat ein Riesenbuch, was quasi ein Tagebuch ist von ab der Schwangerschaft. Und ja, ich heule regelmäßig. Ich kriege ganz viele Nachrichten immer von euch, dass ihr so froh seid, dass ihr das nachgekauft habt. Sprich, es ist ein ganz schönes Geschenk für Schwangere oder Mamas, die gerade erst ein Kind bekommen haben oder noch ein sehr junges Baby haben. Und es ist auch nicht so ein Geschenk, was man so, oh schön, und legt es zur Seite. Das blättert man durch und einem kommen schon Tränen in den Augen. Da beschäftigt man sich mit, da will jeder von der Familie mal reingucken. Das ist so eine ganz coole Sache. Dann die Puzzle-Weltkarte, die ich euch schon in einem Vlog gezeigt habe. Das finde ich ein unfassbar schönes Weihnachtsgeschenk für Kinder in einer ganz großen Altersspanne. Also ich weiß gar nicht, kann mich noch nicht so reinversetzen. Also das geht auf jeden Fall noch bis, keine Ahnung, 8, 9, 10 Jahre oder so. Eine Weltkarte als Magnetpuzzle. Das ist so, so cool. Und ich würde sagen, ab 3, die Bonnie hatte auch schon Spaß dran. Die kann man aufhängen an der Wand. Die, wie gesagt, das ist eine ganz hochwertige Sache aus Holz. Und die Teile sind aus Magnet und halten dadurch, das Puzzeln macht dadurch auch total Spaß. Und ja, man lernt halt einiges dazu, auch als Mama noch. Richtig, richtig cool sind Escape Games. Wenn ihr das noch nicht kennt, das ist ganz schwer zu erklären. Vielleicht wart ihr schon mal in einem Escape Room und mit Corona und alles, ne? Wir haben uns gedacht, das ist halt so unser Familienhobby, diese Escape Rooms, dass wir das mal zu Hause versuchen. Und es macht, es macht so einen Spaß. Ich verlinke euch mal so meine liebsten Escape Game Spiele. Man kann es sehr schwer erklären. Ich garantiere euch auf jeden Fall einen extrem lustigen und aufregenden und vielleicht auch gruseligen Abend, wenn ihr so ein Spiel mit euren Freunden oder mit der Familie spielt. Das ist eine richtig coole Geschenkidee auch. Unser Kletterdreieck kann ich euch sehr empfehlen. Schon ab würde ich sagen, ab dem ersten Geburtstag schon, der Vito, der hängt sich da schon dran, bis, weiß ich auch nicht, man kann da noch so viel ergänzen, eine Rutsche, eine Leiter, eine Matratze drunter, das ist eine richtig coole Allround-Sache, die man auch im Sommer mal nach draußen stellen kann, man kann das Kletterdreieck zusammenklappen und hinter einen Schrank oder unters Bett schieben, wenn das mal stört, das ist eine richtig tolle, nachhaltige Sache, wo man auch Höhlen draus bauen kann, sich ein Zelt bauen kann. Alles Mögliche. Apropos Zelt, wir haben auch relativ neu seit diesem Jahr ein Tipi. Das war ja so ein Hype und jeder wollte ein Tipi haben. Jedes Instagram-Zimmer brauchte ein Tipi. Ich hatte lange Zeit keins. Entschuldigung. Schnappatmung. Jetzt haben wir eins, was ich sehr, sehr schön finde und
Das hat auch ein Fenster und das haben wir uns ganz schön gestaltet mit einer Bücherkiste drin und mit einer Lichterkette. Und das ist richtig schön und auch qualitativ sehr hochwertig. Ich glaube, die Marke heißt Max und Moritz, weiß ich jetzt gar nicht. Ich verlinke es euch auf jeden Fall. Das kann ich auch schon, also von Baby an bis sonst was. Also hier wird sich auch gerne mal im Tipi versteckt, wenn es einem nicht so gut geht, wenn man vielleicht mal sauer ist. Man kann nämlich da die Tür zumachen. Unser Supermarkt, den es letztes Jahr zu Weihnachten gibt. Viele haben ja einen Kaufladen. Der Supermarkt ist nochmal so ein ganz bisschen anders aufgebaut, weil man kann auch als Einzelkind gut damit spielen. Wenn ihr einen Kaufladen habt, braucht man immer einen, der einkauft und einen Verkäufer. Wenn ihr jetzt ein Einzelkind zu Hause habt, kann das vielleicht ein bisschen mehr mit dem Supermarkt anfangen. Man kann einen Einkaufswagen dazu kaufen, den wir auch haben. Und man kann einfach, natürlich macht es mit einem Verkäufer dann natürlich mehr Spaß, aber man kann halt wirklich einfach so da drum gehen und es hat verschiedene Fächer. Und das macht auch gerne ein Kind alleine bei uns. Das ist eine sehr coole Sache und wie gesagt, der ist von der Qualität her top, sonst wird er jetzt nicht noch halten bei meinen Kindern. Ich habe ein 2-Seiten-Holzpuzzle bestellt. Das ist noch gar nicht da. Ich zeige euch das mal hier. Wir haben schon so viele Puzzle wegschmeißen müssen, weil die Teile irgendwie kaputt, zerknickt, weg waren, sonst irgendwas. Oder das Motiv einfach irgendwann langweilig wurde und keiner mehr damit gepuzzelt hat. Und jetzt habe ich dieses Puzzle bestellt. Ihr habt da eine Box, in dem ihr 8 Puzzle habt und die sind zweiseitig. Es sind 8 verschiedene Tiere und die Teile sind aus Holz, also quasi unkaputtbar. Dann gibt es bei uns Tonis. Das irgendwie, da bin ich so auf den Geschmack gekommen. Ich liebe Tonis. Immer wenn wir basteln, kneten, malen, irgendwie so jeder ruhig spielt, haben wir immer irgendwelche Geschichten laufen. Und jetzt gibt es so nach und nach immer diese ganzen Disney-Tonis mit den schönen alten Stimmen und ich liebe das. Das ist direkt so ein Wohlfühlfaktor. Also es gibt jetzt Cinderella, Aladdin und Bambi bei uns und die drei habe ich bestellt. Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich wirklich jedem Kind einen Toni zu Weihnachten schenken soll. Mal gucken. Den Stapelturm aus Holz, den wir auch schon ewig haben, den verlinke ich euch auch nochmal. Der geht auch schon ab 7-8 Monate und der sieht immer toll aus und ist auch immer noch gut in Schuss. Was ich ein ganz cooles Geschenk finde, was sich erstmal komisch anhört und ihr von mir ja auch schon 1000 Mal gehört habt, aber sind Nahrungsergänzungsmittel. Und wir haben natürlich die Sachen von InnoNature, wo auch mein Rabattcode noch gilt, der Josie10 bekommt ihr 10% Rabatt und das finde ich echt eine ganz tolle Sache, weil was will man zu dieser blöden Corona-Zeit mehr als gesund bleiben? Und man will im Jahr darauf als Vorsatz, man will gesünder leben, man will gesund bleiben, ist doch der beste Vorsatz und da finde ich, kann man ganz toll Sachen verschenken. Die tollsten Geschenke finde ich auf jeden Fall Vitamin D, quasi im Winter die Sonne in der Flasche zu verschenken, ist eine ganz tolle Geste. Dann das Haut, Haare, Nägel finde ich besonders für Frauen oder auch junge Mütter ein ganz tolles Geschenk. Und was ich euch auch mal hier verlinke, ist etwas, was ich auch mal meiner Mutter geschenkt habe. Und zwar ist das gegen Wechseljahrsbeschwerden, was super gut hilft. Das kann ich euch sehr empfehlen, vielleicht für eure Mamas. Und was erstmal ein bisschen komisch ist, aber die ganze Welt schreit ja nach CBD. Ich möchte auch mal bald was dazu sagen, weil ich da was ausprobiert habe. Aber für diejenigen, die da vielleicht das auch gerne ausprobieren wollen oder aus verschiedenen Gründen einfach ein bisschen entspannen wollen, besser schlafen wollen, Probleme haben mit Nervosität. Es gibt von InnoNature ein neues Produkt, das verlinke ich euch auch mal. Und ja, das ist für diejenigen, die sich vielleicht nicht so an CBD rantrauen. Bauklötze von A Little, wie heißt sie? Little Dutch. Little Dutch. Die habe ich auch schon ewig. Die sind immer noch super und die sind so, so schön. Mein Staubsauger. Leute. Auch den Rabattcode werde ich euch nochmal unten in die Infobox setzen. Dieser Staubsauger Invictus mit Wischfunktion. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr euch wünschen sollt, kauft ihn euch selbst zu Weihnachten. Das ist das Coolste. Es ist so eine Erleichterung im Haushalt. Ich liebe den. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu diesem Staubsauger, fragt mich. Er ist mein bester Freund jetzt. Für Babys bin ich auch voll auf den Geschmack gekommen mit den Pixie Unkaputtbar Büchern. Die sind echt richtig toll, die gehen halt wirklich nicht kaputt. Die Babys können da dran beißen, reißen, sonst was machen. Und die sind auch vom Inhalt immer sehr schön.
Dann habe ich auch dieses Jahr zu Weihnachten für die Bonnie so ein Montessori, ja, wie so eine Art Lege-Puzzle, was so schön verpackt ist. Ich habe mich so gefreut, als es angekommen ist. Das ist handgemacht und gar nicht mal so teuer. Also ich dachte, was habe ich denn da Hochwertiges bestellt? Ist das aus Versehen angekommen? Ist so, so schön. Ihr habt da halt so Bilder und ihr müsst das mit den verschiedenen bunten Holzformen nachlegen und das ist eine ganz, 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 ganz schöne Geschenkidee. Ansonsten liebe ich es ja, Gutscheine zu bekommen für Aktivitäten. Das ist ja im Moment alles so ein bisschen schwierig. Ich finde aber, man kann vielleicht so ein bisschen Vorfreude verschenken für die Zeit nach diesem beschissenen Corona. Ganz, ganz toll. Ich freue mich auch immer über Gutscheine. Also ich weiß nicht, was immer alle haben. Ich freue mich super über Haushaltsgeräte und Gutscheine. Ich habe mir selber den Nicer Dicer gewünscht und würde mich auch so krass über diesen Staubsauger freuen. Ja. Ist einfach eine coole Sache. Ich habe auch gerne DM oder H&M-Gutscheine, weil ja, wenn ich einen H&M-Gutschein bekomme, dann klar, dann lege ich den erstmal weg, aber dann hat man halt ein paar Tage später was davon, wenn man dann shoppen kann. Meistens mache ich das dann online. Ansonsten freue ich mich ganz, ganz doll, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, es waren ein paar Inspirationen für euch dabei. Ansonsten schreibt mir doch mal hier in die Kommentare, was ihr so verschenkt. Gerade an euren Partner würde mich auch interessieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich gesund und munter beim nächsten Video wieder. Ciao.